noch nie in meinem Leben 232 Zuschauer gehabt. Ich hab 10k, Junge. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Willkommen zu einer weiteren Runde Bad Wars. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ja. Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und es ist so ungewohnt, gerade eine Aufnahme zu starten, ihr glaubt's mir nicht. Ich habe wirklich extrem viel zu erzählen, Freunde. Also, die wichtigsten Sachen erstmal zuerst. Was ist mit meinem Kanal? Warum kommt jetzt ein Video? Warum sind meine Videos auf einmal alle wieder online? Und. Diese Fragen beantworte ich jetzt mal straight up. Und zwar werden regelmäßige Livestreams auf Twitch kommen, ja? Ihr habt richtig gehört, auf Twitch. Ja, ich habe diese Plattform davon nie angefasst. Ich freue mich ultra hart, glaubt ihr mir nicht. Ich habe einen neuen PC zu Weihnachten bekommen, auch eine neue Leitung, ja? Mit dieser neuen Leitung kann ich dann endlich Livestream. Es war jetzt viele, viele Monate, ja, ein kleiner Traum von mir, könnte man schon fast sagen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich habe mich wirklich schon fast ein Jahr auf dieses Comeback gefreut. Nein, es war nicht komplett durchgeplant, aber ich habe ultra lange gewartet. Die Leute, die auf Twitter aktiv sind, ich glaube, die haben es eh schon gesehen. Ich habe so viele kleine Anspielungen gemacht, dass ich mal wieder was machen will. Ich wollte auch nicht zu viel versprechen, aber jetzt hat alles geklappt. Telekom hat kein Auge gemacht, im Gegensatz zu einer anderen Firma. Und zwar, Freunde, möchte ich jetzt aktiv Videos machen auf meinem Kanal wieder. Also wirklich aktiv. Ich habe immer wieder Videos gemacht, habe immer wieder gesagt, ich komme zurück und habe es dann nicht getan. Hing auch größtenteils mit der Schule zusammen. Fragt nicht, wieso ich jetzt, während ich mein Abitur schreibe und bald übrigens auch Prüfung habe. Nice. Warum ich jetzt auf einmal wieder aktiver werde. Aber ich habe vieles geplant, Freunde. Es ist nicht einfach nur so, was ich hier mache. Denn es wird wirklich sau viel auf euch zukommen. Ich werde regelmäßig streamen, also sehr, sehr aktiv streamen. Videos werden aber auch aktiv kommen. Und wenn ich das mal überlege, es ist echt krass, wie fucking lange das schon wieder her ist, dass meine Halbzeit war. Also diese Zeit, wo ich das Dealer-Trolling gebracht habe, war einfach 2017 oder 2018. Eins von beiden, ich glaube, aber 2017 eher. Es ist so lange her. Da war ich 15 bzw. 16. Und ich werde jetzt, wo ihr dieses Video seht, bin ich schon 19, aber ich werde jetzt in 3 Stunden nach dieser Aufnahme endlich 19. Ach ja, und by the way, bevor ich es vergesse, es wird ein Face-Review-Stream sein und dann werde ich regelmäßig mit Facecam streamen. Ja, das ist eine Neuerung. Ich habe mich ultra lange nicht getraut, es zu machen. Alleine auch schon ein bisschen wegen Real Life, muss ich ehrlich sagen. Also, schaltet ein. Jetzt, genau wenn dieses Video oben ist, da ist mein erster Livestream auf Twitch endlich on. Und dann werde ich ein Face-Reveal on-Stream machen und ab dann nur noch mit Facecam streamen. Bro, du spammst dich aber jetzt nicht voll, oder? Na komm, den hole ich mir. Jawohl, hab ihn. So, zack, hab ich dich. Freunde, ganz kurz die Kulisse geswitcht. Was ich sagen wollte ist, es wird so sein, dass ich hauptsächlich im MC streamen werde, aber es wird nicht so sein, dass ich only streamen werde. Das bedeutet, es wird fett viel Variety-Content auf euch zukommen. Es wird nicht nur MC kommen. Das wird jetzt für den einen oder anderen eine überraschende Info sein, aber es ist eben so, dass ich auch ein bisschen Bock auf andere Games habe. Zum Beispiel bin ich ultra der Pokémon-Fan, aber keiner von euch hat Bock auf Pokémon, denke ich mal, wenn er in Minecraft-Stream, ja, folgt. Das bedeutet, das ist auch ein kleiner Grund, wieso ich halt einfach das schon mal ankündige. Teamen die gerade oder was machen die da? Wäre mal interessant zu wissen. Ah, perfekt. Ich habe hier fett Skills von bei Leubob gelernt, ne, Kappa. Kennt ihr ja noch, hoffentlich, von früher. Grüße an Leubob. Ich glaube nicht, dass er es sieht, aber Grüße geht raus. Ah, chillig. So, komm her. By the way, merkt ihr, dass die Qualität besser ist? Ich hoffe es natürlich. Ah, er hat eine EP. Ah, oh, komm her. Jetzt wird's aber böse hier. Ah, komm her. Jawohl. So, und was ich jetzt sage, das wird mir wahrscheinlich der ein oder andere nicht glauben und viele von euch werden denken, was zur Hölle ist der bescheuert, aber es wird so sein, wenn ich mein Abi habe, werde ich mindestens ein Jahr Zeit nehmen, um das ganze Ding mit YouTube und Twitch Fulltime zu machen. Ich hoffe, dass ihr mich begleitet auf diesem Weg, es ist wirklich ein großer Schritt für mich, ich werde gerade ultra hops genommen, nein, komm. Oh, das war, ey, Leute, hätte die mich da geholt, das war ultra peinlich gewesen. Was? Okay, das war echt funny. Ich habe gerade nur dieses Essensgeräusch gehört und dachte mir so, okay, shit, jetzt hat er mich, aber der läuft einfach runter. Ja, moin. Und ja, Freunde, eigentlich ist alles Wichtige gesagt. Das sind die News, die fetten News, die ich jetzt monatelang euch verschwiegen habe und wirklich auf Twitter, wirklich, ich bin euch so auf den Sack gegangen, glaube ich. Ich habe so viele Andeutungen geschrieben, aber nie wirklich was Richtiges. So, komm her.
So, perfekt. Ja, genau. Ja, gut. Die Hits waren auch gut, muss man aber sagen. Komm, bitte. Nein, zwei Herzen. Komm her. So, renn, mein Freund. Jawohl. Komm her. Klau mir den Kill. Ne, ich hab ihn noch. Sehr gut. Ich bin so ein cleaner Freund. Okay. Komm, dich holen wir auch noch. Ich hab auch noch Rod, mein Freund. Ah, oh nein! Ich bin so bad. Oh mein Gott. Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hashtag Steinarmee, auch wenn es veraltet ist. Und dann würde ich sagen, haut rein, schaut im Stream vorbei und ciao.